Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ihr seid dabei, wie wir zurückfahren. Sag ich euch, wie es ist, das ist mir alles ein bisschen riskant, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe uns nämlich schon hier die Nacht verbringen und das funktioniert, glaube ich, nicht. Wir snacken uns jetzt erstmal hier den einen weg, der nicht gestorben ist beim Runterfallen. Jetzt sind wir natürlich genau in der Etage, die zwar kaputt ist, aber die keinen Zugang zum... Oh, ich will jetzt zum Treppenhaus eigentlich. Oh, das dauert schon alles wieder so lange. Ich will einfach nur zum Treppenhaus. Treppenhaus. Weil das Thema ist jetzt noch, wenn wir hier... Brech ich mir dann bei. Hab ich eh schon gebrochen, ne? Das Thema ist, wenn wir... Ich weiß, ganze Sätze reden. Wenn wir jetzt hier sterben sollten, dann war die Quest auch umsonst. Weil dann kriegen wir die Belohnung nicht. Echt jetzt. Rede mit dem Händler. Mach da. Okay. Nee, Mutti. Tut mir ja leid. Ja, dann würde ich sagen, düsen wir kurz zu Hause. Bis gleich. Das sollte ich vielleicht nochmal trinken zwischendurch. Oh, das Mikro war aus. Ja, das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Natürlich war jetzt hier nichts Cooles drin. Also schon was Cooles, aber ich habe eigentlich eher gehofft, so, weiß ich nicht, eine schöne neue Schrotflinte oder so. Aber man sucht sich das ja auch nicht immer oder kann sich das ja zum Glück nicht aussuchen, was da drin ist. Und von daher nehmen wir das, was wir bekommen. Nicht, dass wir gleich da stehen, ohne Sprit. 3% noch. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Oh nein. Glück gehabt. Leider wurde sie nicht von Zombies gefressen. So, dann gucken wir mal kurz rein.
Das Problem ist das Loch. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Mal kurz gucken, was wir hier wegpacken. Erstmal diese ganzen Munitionssachen. Das ziehen wir gleich vielleicht irgendwann mal an, aber erstmal weg. Oh, schön. Oh, schön. Die nehmen wir mal runter. Da nehmen wir das mit. Das mit. Und die Feuerschlossmod. Und dann sollte das nachher auch klappen mit dem Nachbarn. Ach, und natürlich die rote Farbe nehmen wir hier runter. Da muss ja alles so bleiben, wie es hier ist. Okay. Wo die Betonsachen sind. Ich vermute mal, die werden eben... Wir haben auch alles andere drüben. Wir müssen rüber. Ich komme gleich mit dem Pocketbike zurück. Wo habe ich denn die Sachen hingepackt? Oh Mann, ey. Ich war der festen Überzeugung, dass ich da oben reingepackt habe, hier in meine Kriegskiste. Kriegskiste. Lerum Larum. Hilft ja nichts. Da sind sie doch. Puh, ein Glück. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Wir müssen so also ein bisschen auch gucken, dass wir hier. Reparaturset. Oh, ich hoffe, wir haben oben noch Reparatursets. Wenn nicht, wird das auch schwierig wieder. Verbandskasten haben wir auch oben, okay. Pass auf, wir machen jetzt das hier erst einmal fertig. Ich möchte gerne den Sharp kopieren. Kein Eisen bei. Ich hoffe, wir haben oben noch elektrische Teile. Elektrisches Gefühl. Hier. Egal. Läuft. So, jetzt nehmen wir mal hier ein bisschen was mit an Munition. Thematisch wird das ein Problem sein mit der Haltbarkeit der Waffen, glaube ich. Wir haben noch ein Reparaturset. Und dann sind wir durch mit Reparatursets. Ja, dann würde ich sagen, auf ein neues, ne? Dann geht's mal los. Moment.
Aber tendenziell müssen wir so mal gucken, dass wir einen, gleich habe ich's. Automatikgeschütztürme kriegen, ne? Die da so ein bisschen wirken auch und uns ein bisschen die Arbeit abnehmen. Weil das ist echt. Echt viel. Ist er schon kaputt jetzt oder was? Nein, komm schon. Oder ist. Oh Mist. Die Batterie ist leer. Batterie hier. Ja. Oder haben die das Ding weggekloppt? Ah, nee. Die haben das Ding weggekloppt. Ja, jetzt brauche ich hier kein neues, um reinzusetzen. Muss ich auf jeden Fall besser schützen. Das ist ja krass. Ja, ich hoffe mal, wir kommen mit unserer Haltbarkeit hin. Ja, gleich sind sie drin.
Okay. Ja, so langsam wird es ein bisschen mutig. Spannend. Ich weiß gar nicht, warum das so krass, also warum mich das besoffen macht. Ich hab schon ein bisschen was gebrochen. Oh oh. Nee, jetzt auf, bitte meine Basis hier auseinanderzunehmen. Du, pass auf, wir machen einen Deal. Ich baue hier ja gerne wieder einen Block hin. Aber hört auf, hier alles auseinanderzuschlagen. Leute.
Na komm. Ja, nach, ja klar. 5 Stunden lang. 10. Boah, komm schon, ey. So, aber läuft, oder? Also ich will jetzt nicht zu optimistisch klingen. Wir mussten 4 Plan Bs machen und die machen gerade hier meine Sachen kaputt. Aber ich glaube, wir haben diese Welle überlebt. Und wir haben ja nur jetzt mal eben irgendwie so ein bisschen was repariert. Wir hatten jetzt auch nicht wirklich Zeit, hier was großartig Neues zu machen, ne? Und ich glaube, das war's. Außer er bastelt noch einen Tunnel hier. Komm, geh doch weg. Menschenskinder. Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht. Also ehrlich. Gehen wir mal kurz runter. Ja, natürlich unsere... Sind die reingegangen? Nee, ne? Nee. Oder sind die hier irgendwo? Wir gehen mal rum. Ah doch, hier sind sie drin. Guck mal. Kommen aber leider nicht hier hoch, ne? Schade. Muss ich hier aber auf jeden Fall noch zumachen. Also muss ich hier wieder zumachen, auf jeden Fall. Machen wir sofort mit Beton zu. So. Haben wir. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir schauen, was wir uns hier Schönes weglooten. Und dann werden wir, glaube ich, auch dieses Konzept hier mal ein bisschen liebevoller betrachten. Und das Ganze, ja. Oh, der Blutmond geht da hinten schön runter, ne? Ein bisschen, also einen Generator hinbauen, den vielleicht da hinbauen, wo die nicht sofort weghauen und so. Also es wird schon gut werden. Dann würde ich sagen, bis später mal. Danke fürs Zusehen und lasst mir ein Abo da. Ciao!